Hallo liebe Fabela Family, hallo liebe Zuschauer, hier ist Fabian. Herzlich willkommen bei Fabela TV Geschichten und Spiele und ich bin zurück in The Parallax. Doch bevor ich mit der Geschichte beginne, gibt es erst einmal die Grüße. Und die gehen heute an Vitali Chuck, an den lieben Rama, der jetzt einen neuen YouTube-Kanal hat. Also schaut mal vorbei, wenn ihr mögt. Grüße gibt es auch für die Lisa Spart, welche immer noch eine der schnellsten ist mit dem ersten Kommentar. Weiterhin gibt es Grüße für Cooler Man, Sven Tim und Britta Fröse sowie Lana Kasel. Außerdem gibt es Grüße für MXMO YouTube und Games S. Und wenn auch ihr mal gegrüßt werden wollt, dann bitte schreibt es einfach in die Kommentare. Und jetzt geht's weiter mit der Geschichte. Viel Spaß! Und in der letzten Folge habe ich euch gefragt, was ich denn David antworten soll. Und 78% von euch haben sich dafür entschieden, zu sagen, dass wir noch skeptisch sind. Ich bin noch skeptisch. Ist mir zu freundlich, der Typ? Irgendwie schon. Und vor allem zwei Fragen. Was ist ein Krapemus? Und woher kennt er meinen Namen? Vielleicht haben sie Echos von dir bekommen. Nein, es kommen doch nur alte Nachrichten als Echos. Keine, die ich jetzt erst verschicke. Kommt wieder jemand? Und wir sind zurück im Gruppenchat rund um Dominik Howard. Hey Leute, wo seid ihr? Vor 2 Stunden aus der Stadt raus, circa. Gut, wollte euch gerade sagen, dass ihr euch beeilen müsst. Hab Gerüchte gehört, dass die größeren Städte dicht gemacht werden sollen. Aber dann ist ja gut. Ist May bei dir? Nein, Chris meinte, sie kommt mit euch mit. Wir haben sie nicht erreicht und in ihrer Wohnung war sie auch nicht. Vielleicht schon weg, bei ihrer Familie. Das hätte sie mir gesagt. Wieso schreibt sie mir nicht zurück? Das kann viele Gründe haben. Die Netze sind seit Tagen nicht sonderlich stabil. Sie funktionieren doch jetzt gerade auch. Ja, oder sie hat eine Hektik ihr Telefon verloren oder es ist kaputt. Es kann wirklich viele Erklärungen geben. Mach dir jetzt keine Sorgen. Das tue ich aber. Hast du keinen Schiss bei allem, was da gerade abgeht? Ich habe hier meine Aufgabe. Das hält mich beschäftigt. Schön für dich. Zurück zu David. Hallo David, mein Name ist Agnes. Okay. Ich bringe dich zu deinem Wagen. Meinem Wagen? Ein Kleinbus, du kannst heute Nacht dort schlafen. Die Bewohner sind gerade auf Tara Cho. Morgen suchen wir dir was Eigenes. Ah. Hier sind wir auch schon. Du sollst dich wie zu Hause fühlen. Wir haben nicht viel Komfort, das Nötigste ist aber vorhanden. Hier hast du eine Kanne und eine Schüssel. Wenn du dich frisch machen möchtest, kannst du dir am Brunnen Wasser holen. Ein paar Konserven sind unter dem Beifahrersitz. Kochgefäße findest du im zentralen Versorgungspickup. Einen Gaskocher auch. Ruh dich nun etwas aus. Heute Abend hast du genug Zeit, alle kennenzulernen. Danke. Hallo Andrea, das ist David. Hi. Hi. Ich soll ihm das hier bringen. Danke Andrea. Gehört das dir, David? Das ist mein Rucksack. Sehr gut. Wir haben den gestern im Wald gefunden. Der Inhalt war leider geplündert, aber für die Tasche hatte man wohl keine Verwendung. Ich hatte auch noch ein Auto. Leider ist uns das nicht begegnet, David. Wie gesagt, wir haben nur die leere Tasche gefunden. Es gibt viele böse Menschen, die nicht bereit sind, Dinge zu teilen, wie wir es sind. Du brauchst aber nun kein Auto mehr. Du bist ja nun bei uns. Ich lasse dich nun alleine. Falls du etwas brauchst, frag bitte einfach. Wir sehen uns heute Abend. Ja. Und wieder zurück zum Gruppenchat rund um Davids Freunde und Dominik Howard. Wie sieht's aus bei euch? Sind gerade bei Darefields vorbei. Okay. Vom Auto aus waren Explosionen zu sehen und Rauchwolken. Was ist da los, Lukas? Ich weiß es nicht. Die Hilfstrupps wurden von dort schon vor 2 Tagen abgezogen. Wird die Stadt platt gemacht? Ich weiß es nicht, Dominik. Wirklich. Man sagt uns auch nichts. Habe ein paar Kollegen hier, die in Darefields waren. Die sagen, es sieht da gar nicht gut aus. Dass kaum noch jemand am Leben ist. Also nicht Infizierte, meine ich. Wenn du sagst, kaum noch jemand. Was ist mit den wenigen, die noch da sind? Man wird sie evakuiert haben, nehme ich an. Evakuiert? Ist das nicht, was die Organisation eigentlich macht, bei der du dich freiwillig gemeldet hast? Ja. Und wieso weißt du da nichts davon?
zu David. Sie ist weg. Hab die Vorhänge in dem Kleinbus zugezogen. Jetzt können wir reden. Was halten wir von all dem? Es hört sich fast zu gut an alles. Schon, oder? Ich meine, die wollten nichts von mir wissen. Ich könnte mir jetzt ihre Vorräte krallen und abhauen. Die werden schon ihre Vorsichtsmaßnahmen getroffen haben. Ja, wahrscheinlich. Ich muss mich einfach erst wieder daran gewöhnen, dass es doch nicht nur SA-311 und Idioten gibt, die mich an Tankstellen ausrauben. Sagen wir es mal so, die Menschheit hat mich heute positiv überrascht. Jetzt werde ich sicher nicht der Trottel sein, der mit seinem Misstrauen alles kaputt macht. Ein wenig Skepsis kann aber nicht schaden. Klar. So, und jetzt mache ich es mir in meinem neuen provisorischen Zuhause gemütlich. Natürlich mit der gebotenen Vorsicht und Skepsis. Und zurück in den Gruppenchat. Lukas, Hilfe! Was gibt es? Hier ist eine Straßensperre. Von deinen Leuten? Wo seid ihr? Keine 5 Kilometer hinter der Abfahrt zum Park. Dem Nationalpark? Dem Nationalpark! Okay, die sind aus meiner Gruppe. Hätte ich das gewusst, hätte ich dafür gesorgt, dass ich selbst dafür eingeteilt werde. Du weißt nicht allzu viel in letzter Zeit. Kann das sein? Könnt ihr mir einen Namen sagen? Wie heißen die Helfer, die die Straßensperre kontrollieren? Keine Ahnung. Ich glaube, eine heißt Sandra. Sandra. Sarah. Sorry, Sarah meine ich. So heißt die eine. Ich rede mit ihr. Mach das!